Ja, das geht alles Richtung vielleicht auch Verrücktsein und Wahnsinn. Also das ufert aus. Und dazu habe ich auch das passende Gedicht. Das irre Gedicht. Kleiner Freund, du begleitest mich und ich will, dass du immer neben mir hergehst. Und so, wie wir uns verstehen, eine Symbiose mit meinen anderen Freunden entsteht. Aber du bist mein besonderer Freund. Ja, und jetzt habe ich einen Text dabei, den hatte ich mal bei einer Lesung vergessen und habe ich ein bisschen improvisiert, aber jetzt habe ich ihn gefunden und jetzt in der vollen Fassung. Volltreffer heißt er. Volltreffer. Auch diesmal haben sie wieder etwas Gutes getan. Die Stahlkappen an meinen Schuhen. Getreten den Gegner, wie er sich wandt. Hei je. Mein Vater wieder besoffen, meine Mutter auch nicht gerade das Ideal. Aber meine Schuhe glänzen. Gewienert, schwarz. Hei je. Meine Halbschuhe hatte ich gegen die halbhohen 12-Loch Stahlkappenschuhe eingetauscht. Und jetzt trete ich. Ich trete nicht zurück, ich trete zuerst, ich trete nicht bei, ich trete nicht aus. Ich trete aus. Hei je. Mutter. Helmut, zieh deine Schuhe aus, wenn du reinkommst. Ja, Mama. Supermann, ich schaue in die Flamme einer Kerze. Siehst du den Schatten und den Docht? Ich will, dass die Flamme kein Schatten. Ich will, dass die Flamme klar und hell, auch am Ursprung. Ich will, dass sie leuchtet wie ein Stern, aus sich heraus. Ich will, dass der Ursprung wechselt von dunkel zu hell. Ich konzentriere mich. Ein Kampf beginnt. Meine Aura umgibt die dunkle Flamme am Docht. Wie in einer Schlacht zweier Völker belauert hell-dunkel, kreist hell-dunkel ein. Das Dunkle wehrt sich, das Kerzenlicht knistert, flackert, knistert. Und da, Helligkeit, schöner, reiner Schein. Diesen Kampf habe ich gewonnen. Superman fliegt immer noch. So, und zum Schluss nochmal, also das ist jetzt auch mein letzter Text für heute, dann dürfen die anderen vielleicht nochmal ran, wenn ihr noch Geduld habt und Lust. Im Restaurant, das ist ein ganz alter Text, also der ist bestimmt 20 Jahre alt. Im Restaurant, ein Fisch lag auf dem Tisch und zeigte mir die Gräten. Tun sich die Erbsen verspäten? Die Kartoffeln und die Möhren täten jetzt auch nicht stören. Hui, musste der Bauer sich mühen, auf den Teller rot-gelb-grün, und der Fisch, der dampfte. Als plötzlich mein Hals sich verkrampfte, mein rechtes Knie fuhr blitzschnell hoch und das linke auch noch, den Teller von dem Tisch gestoßen, fiel in des Nachbarn Bernese-Soßen. Oh, welch ein Aufruhr und Beschwerden ließen mich immer kleiner werden. Rot angelaufen kam eine kleine Kesse und brachte zur Ablenkung eine Delikatesse, die ich gern versuchte, wobei mein Nachbar immer noch fluchte. Auf das Dessert habe ich verzichtet, denn es war zu peinlich, was ich angerichtet. Ich habe eine unruhige Nacht verbracht, aber habe es wieder gut gemacht. Beim nächsten Mittagessen habe ich wieder da gesessen und mit der kleinen Kesse gelacht und gelacht. Das Missgeschick hat Spaß gemacht.